der neuen Welt, die noch stärker sind. Wenn's aussichtslos so scheint, kämpfen die Blader vereint. Bay Raiders, wir sind hier. Es geht das Planet mit. Wir müssen sechs Fabelwesen erwecken, die diese Welt befreien von Hunger und Schrecken. Nur mit ihrer ganzen Macht wird Boden gut gemacht. Bay Raiders, wir sind hier. Es geht das Planet mit. Bay Raiders, wir kommen Leben. Immer vorwärts ins Licht, an Kampfgeist fehlt es nicht. Bay Raiders. Los, ihr wisst, wie es geht, Bay Raiders, spin the blade! Bay Raiders, wir sind hier! Los, geht das, let it rip! Das letzte Mal bei Bay Raiders! Leon und Ricky kommen gerade noch rechtzeitig, um das Ende des Kampfes zwischen Task Landau und Jin Ryu zu verfolgen. Task schnappt sich mit seinem Berserker Behemoth den letzten Token. Aber Jin Ryu schickt seinen Ronin Dragoon, um ihn diesen wieder abzujagen. Durch diesen Sieg steigt das Fabelwesen Ronin Dragoon auf und Task nutzt die Verwunderung aller, um unbemerkt zu verschwinden. Die Freunde fragen sich, wer er ist. Sie verabschieden sich von Holly und ihrer Großmutter, die sie wieder zusammenbringen konnten. Jin schließt sich der Gruppe an. Und schon muss Ricky ermahnen, seine heftigen Freundschaftsbekundungen zu zügeln. Währenddessen berichtet Task einer geisterhaften Figur mit Namen Kaiser Gray, was er erlebt hat. Es gibt sechs auserwählte Kämpfer. Sho Tenma, Leon Fierce, Ricky Gills, Jin Ryu und dich, Task Landau. Und noch einen weiteren. Armes Navy. Folge ihm und finde heraus, wie stark er als Kämpfer ist. Ja, Meister. Die Wiederkehr der sechs Fabelwesen, worauf ich schon so lange gewartet habe, steht uns endlich bevor. Sag mal, Task wollte doch herausfinden, wie viel Kraft wir haben, oder, Jin? Stimmt. Deswegen ist er uns wie ein Schatten gefolgt. Für mich klingt das schon fast wie eine Bedrohung. Also im Ernst, warum hat er uns nicht von Anfang an als echter Kämpfer herausgefordert? Ich frage mich, ob ihn irgendetwas daran hindert. Vielleicht, weil er einfach nicht mit uns zusammenarbeiten will, genau wie dieser Armes mit dem Show gekämpft hat. Armes, hä? Ich werde dir den Token nicht überlassen. Ich werde am Ende gewinnen, kapiert? Nicht mit mir! Lauf los, Ifrit! Wir werden noch viele Kämpfe miteinander austragen. Ich freue mich drauf. Bei unserem nächsten Kampf werde ich gewinnen. Verlass dich drauf. Irgendwann schließt er sich uns an. Das spüre ich ganz deutlich. Er kommt zu uns. Und was macht dich da so sicher? Ich spüre das einfach. Er hat den Kampfgeist, den auch wir haben. Den Kampfgeist? Aha. Das habe ich beim Kampf gespürt. Sho, ich würde deinen Instinkten gerne vertrauen, doch ich glaube das nicht. Ich würde seinen Kampfgeist als lauwarm bezeichnen. Was? Auf keinen Fall. Er hat echten Kampfgeist. Tja, auf alle Fälle sollten wir jetzt erstmal klären, wie wir weitermachen wollen. Es muss unser Ziel sein, die sechs Fabelwesen wieder zu erwecken und Wohlstand ins Land zurückzubringen. Das erreichen wir, indem wir den Kampfgeist durch Bay Raiders Kämpfe freisetzen. Darum durften Kämpfe die Hauptsache sein. Das heißt, als erstes müssen wir dafür die passende Arena finden. Ganz schön heftig, der Wind, hä? Das muss an der Landschaft liegen. Der Wind fällt aus den Bergen ins Tal und nimmt dabei Geschwindigkeit auf. Ziemlich anstrengend, dagegen anzugehen. Der Sage nach müssten einmal drei Arenen in diesem Tal gewesen sein. Was für ein Reichtum! Drei? Ja. Der Legende nach müssten diese drei Arenen damals in dem sogenannten Heiligen Garten gestanden haben. Tatsächlich? Und was ist dieser Heilige Garten? Naja, Leon, in diesem Heiligen Garten sollen die sechs Fabelwesen gelebt haben. Hä? Die sechs Fabelwesen? Ja. Die Legende besagt, dass die sechs Fabelwesen in einem Heiligen Garten lebten, nachdem sich Bay Raiders über die ganze Welt verbreitet hatten. Das war das heilige Land der Bay Raiders. Und niemand durfte es betreten, es sei denn, die sechs Fabelwesen gaben ihre Erlaubnis dazu. Aber als die Tiere verschwanden, löste sich auch der heilige Garten in diesem unglaublich großen Tal in Luft auf. So steht es jedenfalls in den alten Texten geschrieben. Aber wir glauben, dass der Bericht zutreffend ist. Der heilige Garten muss immer noch irgendwo in diesem Tal liegen. Und die sechs Fabelwesen sind sicher auch dort. Du meinst, dass sie im Augenblick tatsächlich hier schlafen? Oh ja.
Deswegen halten wir nach Ruinen und Arenen Ausschau. Irgendwann werden wir den Heiligen Garten wiederfinden und sie erneut zum Leben erwecken. Das ist die große Herausforderung, der wir uns stellen. Den Heiligen Garten meinst du? Klingt cool. Suchen wir zusammen weiter. Ja! Hier gabelt sich der Weg. Teilen wir uns doch in Zweiergruppen auf, um unsere Suche fortzusetzen. Gute Idee. Guter Plan, Sho. Wie sieht's mit dir aus, Leon? Bilden wir beide ein Team? Ja, klar. Noch eine Windböe! Shin! Der Wind ist keineswegs ungefährlich. Rachel und Jimmy sollten nicht allein hier draußen bleiben. Am besten ich nehme Jimmy mit, okay? Gerne. Das heißt, Rachel, du kommst mit mir. Ja, Sho. Ich kann's gar nicht erwarten, wieder mal gegen dich zu kämpfen. Hey, ich kann dir jederzeit beweisen, wie stark ich bin. Jetzt kriege ich aber Angst, Mann. Hä? Was ist? Na, sieh doch da drüben. Bestimmt ist das der Weg zu einer Arena. Klettern wir ihn hoch. Ja! Eine Sackgasse? Lass mich das mal machen. War ein Versuch wert. Den werden wir wohl kaum bewegen. Geh mal aus dem Weg. Fantastisch! Der Schlag war super, Jin. Hey, danke. Ziemlich unwegsam. Und, kommst du klar? Nimm meine Hand, Rachel. Ach was, mach dir um mich keine Sorgen, okay? Ich hab dir gesagt, sei vorsichtig. Und hoch. Tut mir leid, dass ich dir jetzt Umstände mache. Kein Problem, mach dir deswegen keinen Kopf. Was ist das? Ein Tunnel. Und Bilder der sechs Fabelwesen. Ja, vielleicht führt der Tunnel zu einer Arena. Dann nichts wie hin. Vor langer Zeit waren die Leute sicher auf die Bay Raiders-Kämpfe gespannt, die sie auf der anderen Seite des Tunnels erwarteten. Da hast du bestimmt recht. Rachel, wir sollten lieber vorsichtig sein. Der Tunnel sieht nicht sonderlich stabil aus. Ach, was soll's. Ich muss so schnell wie möglich die nächste Arena finden, klar? Das verstehe ich, ja, aber... Sho, du und die anderen erwählten Kämpfer haben schon so viel dafür gemacht, dass die neue Welt wieder entstehen kann. Jetzt möchte ich auch meinen Teil dazu beitragen. Rachel... Alles klar? Na dann los. Rachel! Halt durch! Sho! Ich zieh dich hoch! Ja, ist gut. Halt durch! Du! Es ist Armes! Danke, Armes. Du hast uns gerettet. Danke, du hast uns das Leben gerettet. Ich brauch den Dank nicht. Ich wollte damit nur sicher gehen, dass ich dir meine letzte Niederlage heimzahlen kann. Heimzahlen? Du meinst im nächsten Kampf? Ja, genau, Sho Tenma. Nur deswegen habe ich euch geholfen. Wie sollte ich sonst gegen dich kämpfen können? Aber diesmal werde ich dich besiegen. Armes. Darauf freuen wir uns. Nur würden wir uns noch mehr freuen, wenn du uns helfen würdest. Hä? Ich soll euch helfen? Sicher hast du von den Fabelwesen gehört. Das Fabelwesen Guardian Leviathan hat dir einen Bay Raiders vermacht und das ist eine besondere Gabe. Denn die Fabelwesen müssen erstmal wiedererweckt werden, damit in diese Welt der Wohlstand zurückkehrt. Dafür kämpfen wir auserwählten Kämpfer. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Was hast du gesagt? Ich trete nur gegen jemanden an, um meine Fähigkeiten zu verbessern, kapiert? Ich verstehe ja, dass du dich verbessern willst, aber klar doch. Nur ist es so viel wichtiger, dass die Welt von Armut befreit wird, das musst du doch einsehen. Wenn dir nach Kämpfen ist, dann folg mir. Was, Armes? Warte, Armes!
Oh Mann, ist das heftig. Wie weit ist es bloß noch bis da oben? Bist du etwa schon am Ende? Ich kann's kaum glauben. Reiß dich zusammen, Ricky. Was? Ich bin noch lange nicht am Ende. Immer noch zu langsam. Wie bitte? Ich bin Erster. Oh nein! Alles mit dir in Ordnung? Das war verdammt knapp, mein Freund. Hey! Hä? Ist das nicht eine Arena? Ja, aber so wie es aussieht, kann man darin nicht mehr kämpfen. Oh Mann, dann war ja alles umsonst. Oh, ganz plötzlich habe ich einen Riesenhunger. Ich frage mich, ob die anderen eine Arena gefunden haben. Das wollen wir doch hoffen. Pass auf! Immer dieser Wind. Du hast mich gerettet. Danke, Jin. Schon okay. War ja knapp genug. Oh, ist das eine... Es ist eine Arena. Naja, aber darin wird man nicht mehr kämpfen können, oder? Oh Mann! Und sie war so schwer zu finden. Ah? Da ist sie. Eine Arena. Fangen wir an. Hör mir bitte vorher noch einmal zu, was ich dir zu sagen habe. Du bist auch durch diese Welt gereist, oder? Und du hast bestimmt einige Städte gesehen. Deswegen dürfte dir klar sein, dass diese Welt total verarmt ist und dass die Leute hier leiden. Nur die 6 Fabelwesen können diese Welt noch retten. Und die einzigen, die ihnen dafür die Kraft geben können, sind die von ihnen auserwählten Kämpfer. Du weißt ja bestimmt, dass du einer von ihnen bist. Wir müssen uns daher in vielen Kämpfen messen, um die 6 Fabelwesen wieder zu erwecken. Dazu sind wir da. Ich weiß, du bist einer von uns. Darum bitte ich dich, uns zu folgen. Du kannst reden, so viel du willst. Meine Meinung ändert das nicht. Ich lass mir von niemandem was vorschreiben. Hast du es denn immer noch nicht begriffen? Aber schon. Zu dumm. Du konntest Armes offensichtlich nicht überzeugen. Task, du schon wieder. Das ist er? Ich werde gegen dich kämpfen. Und wer bist du? Ich heiße Task Landau. Und mein Bay Raiders ist Berserker Behemoth. Dann bist du auch ein Kämpfer? Wofür wir miteinander kämpfen, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass es gleich zur Sache geht. Geht mir auch so. Du gefällst mir. Ich nehme die Herausforderung an. Armes! Auf geht's. Aha. So ein Mist. Was sollen wir machen, Leon? Gar nichts können wir machen, nur umkehren. Also los. Leon! Ricky! Yo, Jimmy! Was habt ihr gefunden? Fehlanzeige. Die Arena war nicht mehr zu gebrauchen. Verstehe. Bei uns ist es auch nicht anders gelaufen. Ich hoffe nur, dass Sho und Rachel mehr Glück hatten. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Der Kampfplatz ist gut erhalten. Es gibt im Sand Unebenheiten, aber damit kommt man klar. Und es gibt 5 Token. Es dürfte ganz schön spannend werden, wie der Kampf ausgeht. Gar keine Frage. Entscheidend ist, wie viel der Wind dabei mitspielt. Der Wind, huh? Our
Enormous Navy. Mich würde interessieren, wie stark du bist. Komm zur Sache und fang endlich an. Ha, auf geht's. 3, 2, 1, let it rip! Yeah! Schnapp ihn dir, Guardian Leviathan! Schlapp zu, Berserker Behemoth! Was Geschwindigkeit angeht, bin ich schneller! Los, hol ihn dir! Leviathan! Armes ist ihm zuvorgekommen. Er muss noch zurück. Los, Behemoth! Schlag voll zu! Weich aus, Leviathan! Oh nein! Oh Mann, das war der Wind! Richte dich auf, Behemoth! Lass ihn nicht entwischen! Vorsprung verteidigen! Stell die Verfolgung ein! Behemoth, schnapp dir den nächsten Token! Sofort! Ja, der erste für mich! Da hat Leviathan erstmal vorgelegt. Aber Behemoth schnappt sich den zweiten. Okay, flieg mit dem Wind, mein Freund! Gut gemacht. Und jetzt zurück, Behemoth. Damit steht es 1:1. In diesem Kampf kommt es vor allem darauf an, wer die plötzlichen Windstöße am besten für sich nutzen kann. Verstehst du? Und jetzt hole ich mir den nächsten Token. Volles Tempo, Leviathan! Oh Mann, seht nur da drüben. Das ist eine Arena. Da könnte noch was gehen. Ja, vermutlich sind Sho und Rachel gerade da drin. Sehen wir nach! Ja! Oh, 2:2! Bislang sind die beiden einander ebenbürtig. Nur noch einer übrig! Das wird meiner! Meiner! Schnapp ihn dir, Leviathan! Gegen einen wie dich werde ich nicht verlieren. Hier kommt Behemoths wahre Kraft! Wer von den beiden schnappt sich den Token? Armes oder Task? Oh Mann. Fizz! Da sind sie! Jimmy! Jungs! Was ist los? Da sind ja noch zwei Kämpfer! Wer kämpft da? Einer von denen ist dieser Task. Aber wer ist der andere? Das ist Armes. Armes Navy. Er ist ein Kämpfer, der schon mit Sho gekämpft hat. Stimmt's, Schwester Herz? Ja. Armes ist auch ein auserwählter Kämpfer, Jimmy. Noch einer, hä? Leviathan, der Token ist unser, klar? Jetzt schnapp ihn dir! So leicht lassen wir dich nicht davonkommen! Leg noch was drauf, Behemoth! Schnapp ihn dir, Leviathan! Das werde ich nicht zulassen! Reite auf den Wind und flieg, Behemoth! Ha? Ah. Behemoth hat den Token weggeschnappt! Ha. Behemoth! Ramm Leviathan voll in den Boden! Ah, Leviathan! Zurück, Behemoth. Diesen Kampf musste der gewinnen, der am besten den Wind beherrscht. Du bist ein Amateur, weil du das vernachlässigt hast. Den Kampf hab ich gewonnen, verstanden? Berserker Behemoth. Jetzt kenne ich die Stärke von euch fünf Kämpfern.
Und bald wird diese Kraft Meister Kaiser gehören. Wir treffen uns wieder. Bis dann. Warte! Komm zurück! Kaiser Gray. Wer ist Kaiser Gray? Und was hat er damit gemeint, unsere Kraft würde dem Kaiser gehören? Was könnte er nur damit gemeint haben? Tess Glendow! Ich werde ihn das nächste Mal schlagen. Und Cho Tenma, das gilt auch für dich. Armes. Verstehe. Dieser Armes Navy könnte uns noch gute Dienste leisten. Ja. Der Tag, an dem sich unser größter Wunsch erfüllt, rückt näher.